Jetzt haben wir die ganze Wand befreit, aber kein Hebel. Glaube nicht, dass hier noch ein Stückchen Wand ist. Ich glaube, das ist einfach so hier. Aber eine Statue haben wir freigeräumt, das ist doch auch was. Dann vielleicht doch hier hinten drinne? Oder ist das gerade erst aufgegangen, als wir die Quest angenommen haben? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Hier entlang aber auch nichts. Vielleicht sind die Hebel ganz woanders. Aber mir sind... nicht, dann würde man ja schon vorher drüber stolpern. Oder hier drüben? Müssen wir da erstmal freiräumen. Kann natürlich auch hier drinnen sein. Also bis jetzt sieht es nicht so aus wie... Ach doch, guck mal, was ist das? Dreckiger Hebel! Ich wollte gerade sagen, bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob wir irgendwelche Hebel gefunden hätten. Aber guck mal, das hier sieht doch sehr so aus. Müssen wir den auch säubern? Oh Gott, mit Socken, Papier und der geheimen Lösung? Ja, gut. Dann fragt sich, wo der andere Hebel ist. Vielleicht hier? Oder ganz hier unten? Weil ich habe nämlich gerade so überlegt, wie kommen wir denn da hin? Vielleicht müssen wir ja, ich hatte ja mal am Anfang gesagt, vielleicht müssen wir irgendwelche Statuen postieren, dass wir die vielleicht verschieben müssen. Können wir die überhaupt verschieben? Ja, wir können sie verschieben. Wir können sie auch... Nein? Einpacken können wir sie nicht. Wir können sie aber verschieben. Das ist doch schon mal... Vielleicht müssen wir in der Richtung dann doch was machen. Aber ich glaube, wir müssen... Wobei... Hat er irgendwas von zwei Hebeln gesagt? Er hatte einen Hebel in der Wand. Nein, nur einen. Ja gut, dann gucken wir mal, ob wir zu Hause die Sachen haben. Ich bin nämlich bei der Lösung nicht so sicher. Die muss ich vielleicht erst noch herstellen. Ich hatte sogar noch Lösung zu Hause. Sehr schön. Und ich hoffe, wir brauchen wirklich nur die eine. Zack. Und? Hebel. Zwei Hebel. Noch was mit zwei Hebeln. Finde den zweiten Hebel. Ja, stimmt. Hier stehen ja zwei. Also doch, dann braucht der andere Hebel wahrscheinlich auch das gleiche. Zum Reinigen. Ja, dann gucken wir mal hier. So viel Platz ist ja nicht mehr. Also entweder hier oder da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gleich so am Anfang ist, dass man gleich am Anfang irgendwo über so einen Hebel stolpert. Habe ich da vielleicht sogar schon einen freigelegt, nur nicht gesehen? Da könnte noch einer sein. Na, ich gehe mal suchen. Oh, ich glaube, hier lugt er schon durch. Ah, das sieht doch so aus. Wie ein Hebel. Und für den brauchen wir wahrscheinlich jetzt gleich dasselbe. Ja, guckt mal. Ja, auch hier... Die gleichen Sachen hätten wir gleich machen können. Aber wäre es nicht so spannend gewesen. So, einmal ausladen. Bin ja sehr gespannt, als was er sich noch entpuppt hier. Hebel reinigen. Und jetzt müssten wir ja drehen können. Schieben, drücken, ziehen, keine Ahnung. Ben drückte den Hebel und wir waren starr vor Erwartung. Doch die Tore bewegten sich nicht einen Millimeter. Ein vager Gedanke schoss mir durch den Kopf. Vielleicht muss ich den Hebel drücken, denn ich... Das Geisterheiligtum öffnet sich nur denen, die den alten Mechanismus auslösen können. Sofort begann ich, nach dem zweiten Hebel zu suchen. Ja, hey, wir haben doch den zweiten jetzt schon gefunden. Wir haben doch zwei Hebel. Zwei Hebel. Ich denke, wir müssen zur selben Zeit an ihnen ziehen. Ja, das ist doch eigentlich logisch. Deswegen sind es zwei. Zieh auf mein Kommando. Auf geht's. Guck, die Tür ist schon offen. Sie ist weg.
Wir haben es geschafft. Der Durchgang ist offen. Ach, nun gehört das Zeichen der Vorfahren mir. Was? Was hast du gesagt? Er wusste, dass er zwei braucht, um hier aufzumachen. Das hat er gewusst. Er hat nur noch einen Deppen gebraucht, der mit ihm am Hebel zieht. Ich sagte, jetzt können wir Paul retten. Lass uns gehen. Er hat sich verplappert. Ach. Oh. Das sieht ja cool aus. Geisteraltar, das Zeichen der Vorfahren befindet sich hier. Und hier sind noch zwei Statuen. Zwei fehlen uns noch. Hier wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wir lesen erst. Hätte ich schon fast wieder vergessen. Wir betraten einen großen Raum. Ich hatte das Zeichen der Vorfahren noch nie zuvor gesehen, aber ich erkannte es sofort. Dort war es. In der Mitte des Raumes. Ich vergaß alles um mich herum und ging darauf zu. Nimm dir das Zeichen der Vorfahren in Beorn. Dann passiert bestimmt irgendwas. Geisteraltar. Oh, es fällt zumindest schon mal sehr viel EP und Gold heraus. Rote und blaues Extrakt. Und Gold. Und ein Totem. Ein grünes Totem Flügele. Und wir können jetzt nach Südrand. Ich fühlte eine Macht, die von der Reliquie ausging. Die Hoffnung, meinen Vater doch noch zu finden, erwachte sofort zu neuem Leben. Ich wusste, dass meine Suche bald vorbei sein würde. Gib mir das Zeichen, es gehört mir! Stimmt gar nicht, was heißt hier mir? Haben wir nicht beide das gleiche Ziel? Ja? Nein. Ich gebe es dir, nachdem du mich zu meinem Vater gebracht hast. Oh, wenigstens eine schlaue Antwort. Weil sonst weiß ich nicht, wie es weitergeht. Selbst wenn er mich übers Ohr haut. Irgendwie hängt's heute. Trotz Klicken geht's nicht weiter. Du vertraust mir nicht? Nach allem, was ich für dich und deine Familie getan habe? Danke dafür und für alles, aber ich werde das Zeichen selbst tragen. Nee, ihm vertraue ich halt überhaupt nicht. Sicher, sicher, was auch immer. Lass uns von hier verschwinden. Du brauchst ein Barometer im Goldenen Canyon. Du bekommst es in Nordpass. Haben wir doch schon längst, oder? Barometer haben wir schon. Das hatten wir doch gebraucht irgendwie für Sol oder so. Wie zum Geier hast du dich in einem Schuh... Ach, schon wieder. Das heißt, hier gibt es immer noch keine Geisterhöhle. Ich dachte, die wäre ja in Beorn. Aber nein, in Beorn war jetzt nur dieses... Warte mal, wir gucken jetzt mal. Haben wir das im Schlitten? Nee, da ist nichts. Haben wir das hier im Schlitten? Nein. Dann haben wir es wahrscheinlich im Lager. Ja, da ist es. Benötigt, um Vater aus der Geisterwelt zu befreien. Wo immer die ist. Wir haben jetzt hier eine neue Aufgabe bekommen. Erfülle die Aufgabe. Verglichen mit dem Weg ins Smaragdental erschien unsere Reise nach Beorn wie der reinste Spaziergang. Die verschlungenen Pfade führten uns immer weiter weg von unserem eigentlichen Ziel, dem Südrand. Begib dich zum Südrand. Machen wir mal auf der Karte. Also die Pfeile gehen hier so. Düne und Goldrausch kann man hier noch freiräumen. Und Gunnar. Aber ich meine, Smaragdental waren wir doch noch gar nicht. Wieso sagen sie sowas? Oh ja, Smaragdental war ja ganz einfach. Südrand oder ist Südrand... Ah, Südrand ist wahrscheinlich Smaragdental. Also Barometer haben wir ja, ne? Barometer haben wir. Ja. Haben wir ja schon gebraucht. Aber irgendwas stimmt mit der Formulierung nicht, oder? Verglichen mit dem Weg ins Smaragdental erschien unsere Reise nach Beorn wie der reinste Spaziergang. Oder ist es vorausschauend? Ach, es war ja sehr einfach, hier hinzukommen. Aber ins Smaragdental wird es nicht so einfach sein. So rum. Es klingt nämlich so ein bisschen so wie... Smaragdental, die Erfahrung haben wir schon gemacht, aber ja, war schlimm, aber jetzt ist immer in Beorn und das war ja viel leichter als das. Ja, wahrscheinlich, aber wir kommen wenigstens wieder ins Grüne. Guckt mal, hier sieht man das schon.
Begib dich zum Südrand. Jetzt schaue ich mal auf meine schlaue Liste, was vorm Südrand noch käme, ob wir da einfach hier im Canyon noch weiter buddeln. Da sind ja jetzt noch die Gebiete. Jetzt schauen wir mal vom Level her. Würden wir jetzt... Beon ist Level 55 und tatsächlich kommt als nächstes Level 57 Südrand dran. Und diese Sachen, die ich gerade alle vorgelesen habe, Moment, ich schaue nochmal, Karte. Also zum Beispiel Düne ist Level 65, 10 Level mehr und da kommt noch einiges dazwischen. Noch ein paar andere Sachen. Und Goldrausch 65 und Gunnar ist sogar 71. Also das heißt, wir machen hier erstmal auch gar nicht weiter. Das sind wahrscheinlich wieder so fühle dich beschäftigt Sachen, nicht storytechnisch. Was übrigens noch ist und vom Level her viel, viel weiter unten ist Rayfield in der Wolfsteppe. Rayfield ist Level 50, 51, nein, 50. Das wäre aber über Warmond. Ist hier Rayfield noch ein bisschen niedriger. Aber da hier so die Pfeile hinführen, würde ich eher gern Warmond machen. Schrecke aber noch ein bisschen zurück, weil das ja diese ganzen... Also ich glaube nicht, dass es da anders wird wie hier und hier, wo die Queststruktur wieder so chaotisch war. Und es halt einfach nur immer baue zu Hause bla und irgendeine konfuse Story. Also Walmond wäre auch eher ja, nach der Smaragdental-Geschichte. Wo es doch einmal geht es dann noch ins Smaragdental, aber dann geht es in die Coldlands. The Story her. Wäre dann hier drüben. Dann haben wir aber schon. Sind wir schon ein bisschen ganz schön weit drüben, ne? Schau mal, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel aufgedeckt. Krass. Und das hat mal so riesig gewirkt und so. Boah, da kommen wir bestimmt erst in 5 Jahren hier, naja, ins ewige Eis. Ja, ja, ja. Aber wir kommen schon ganz gut voran, wenn man bedenkt, dass ich ja zwischendurch auch immer noch Events mache. Klar, wir haben noch nicht sauber aufgeräumt. Also wir haben hier noch viele Sachen. Das haben wir angefangen, weil wir damals, als wir das angefangen haben, nicht die Gegenstände herstellen konnten, die wir dazu brauchen. Und da habe ich gesagt, da warten wir noch. Aber Fels ist sowieso Level 65. Also das hat eigentlich auch noch Zeit. Das heißt, ich räume jetzt erstmal hier noch schön auf. Wir die Belohnungen kriegen. Wird noch ein bisschen dauern. Und vielleicht weiß ich bis dahin, wie ich weitermachen möchte. Aber ich würde mal sagen, Tendenz klar, noch weiter Story. Smaragdental. Und dann schauen wir mal. Wir wollen ja endlich unseren Papa finden. Und wie oft und wie lange sage ich das schon? Oh weia. Noch viel, viel, viel zu tun. Und so sieht das Ganze dann aufgeräumt aus. Ja, da waren schon ein paar gute Brocken dabei. Und wenn das so ein bisschen so ein Ausblick ist auf das, was in der Zukunft noch kommt, im Sinne von, wir müssen immer so komische Zahlen abbauen, die nicht mehr so einfach mit Kuchen drauf zu essen sind, sondern man muss tatsächlich immer gucken, wie stückel ich hier mein Futter, damit ich nachher auch auf die Zahl komme, weil ich glaube nicht, dass sich etwas geändert hat. Bei 44 Energie ist nämlich Schluss. Man bekommt jetzt, egal wie hoch man im Level kommt, nicht mehr Energie dazu. Ist ein bisschen fies, weil 45 ist ja zum Beispiel eine Zahl, bei der diese großen Steinquader man auflesen kann. Das heißt, für die muss man immer drüber essen.
Und ja, wie gesagt, also die ganzen Felsbrocken hatten alle 48, 46, also immer so, dass wenn du nicht günstig deine 40er-Kuchen isst, du gerade halt drunter bist und dann so, Mist. Das heißt, man muss da so ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt einfach die Strategie gefahren, dass ich jetzt erstmal die ganz großen Sachen weggemacht habe und wenn es gerade nicht gepasst hat, konnte ich dann noch mit einem kleineren Busch dann korrigieren, aber man muss halt jedes Mal bei jedem Stein gucken, aha, wie viel hast du jetzt noch? Wie viel ist da drauf, damit du den dann auch wegkriegst? Wenn du nicht gerade null hast und sowieso 240er Kuchen essen kannst und dann auf 80 bist und wieder so ein bisschen was schaffen kannst, aber ja, mal gucken, ob das in Zukunft so bleibt und immer verzwickter wird, sodass man ein bisschen grübeln muss, wie man seinen Honig und seine Kuchen futtert. Ja, mal sehen. Wir lassen uns überraschen. Ich meine, sonst wäre ja alles schon ziemlich einfach. Inzwischen mit 44 Energie und einer guten Kuchenproduktion. Ja, was haben wir jetzt noch? Ich habe natürlich ein Büschlein stehen lassen, damit wir so die Beendigung dann haben. Was mich ein bisschen gewundert hat, hier stand, ich soll zwei Statuen finden, habe die aufgedeckt und plötzlich war alles erledigt. Ich weiß nicht, ich habe nämlich keine zwei Statuen auf einmal aufgedeckt. Aber das ist ja nicht so wild. Ich mache mal ein bisschen kleiner, dann sieht man das, wo die Statuen sind. Also die habe ich zum Schluss aufgedeckt. Da hinten stehen ganz viele. Die hatten wir schon recht bald. Und eben diese hier. Und ja, was kann man mit den Statuen machen? Man kann sie nicht abbauen. Man kann sie verrücken. Wozu auch immer. Kann man sie einpacken? Nein. Kann man sie verkaufen? Nein. Kann man sie auf den Schlitten packen? Nein. Man kann eigentlich gar nichts damit machen. Man kann sie nur irgendwo anders hinstellen, wenn sie einen stören, also irgendwie anders ordnen. Aber sonst kann man gar nichts mit denen machen. Deswegen dachte ich auch immer, wir haben bestimmt ein Schieberätsel, wo man dann irgendwie Statuen aufstellen müssen. Aber nö, kann man sie eigentlich drehen? Wahrscheinlich kann man sie sogar drehen, weil es gibt ja auch welche. Nö, nicht mal. Also, keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Mit den Mauern kann man natürlich nichts machen, weil das sind natürliche Blocker, durch die wir uns da durchwuseln müssen, können, dürfen. Und das wäre ja sonst einfach, wenn man die einfach verkaufen oder einlagern könnte. Mit den Mauern kann man natürlich nichts machen. Was haben wir noch? Hier hinten ist noch so ein sowas, was man nicht abbauen kann. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht kann man es wegsprengen. Vielleicht kann man ja sogar die Mauern auch wegsprengen, aber keine Ahnung. Die Hebel. Fällt da mal erst das englische Wort ein, das ist furchtbar. Ich habe zu viel Hebel. Kann man auch. Ich glaube, nichts damit machen, weil es wäre sonst zu gefährlich, wenn einer die verkaufen würde. Dann kann man ja die Quest nicht mehr beenden. Also mit ihnen auch gar nichts. Und so könnten wir jetzt hier mal ordentlich aufräumen. Und also quasi umwandeln. Ja, und uns zu Hause dann noch angucken, was wir bekommen haben für das Finden dieser Statuen. Jetzt machen wir erstmal einmal das Kreisler weg. Dann sehen wir nämlich, ob wir irgendwas vergessen haben. Hier. Nein, wir haben alles gefunden. Räume Beorn vollständig auf. Deine Belohnung, ein Geschenk, das wir zu Hause bekommen. Yeah, die Location ist zu 100% aufgeräumt. Sehr schön. Dann könnten wir eigentlich gleich umwandeln. Wir haben alles geprüft. Der Tisch gehört zum Lager, da können wir nichts machen. Und ja, Ben, unser zwielichtiger Ben, geht immer noch hier rum. Also, ich würde den ja am liebsten loswerden. Wir brauchen ihn, genauso wie er uns braucht, um hier irgendwelche Hebel zu bewegen, brauchen wir ihn, damit uns sagt, wie es weitergeht. Weil wir sonst einfach nur in der Pampa rumstehen und nichts zu tun haben. Ja, also hier sind noch so ein paar Sachen, die fahre ich dann bei Gelegenheit noch nach Hause. Also ihr seht, ich habe die ganze Kohle erstmal hier gelagert. Die fahre ich auch noch zum Lied des Windes. Und das Zeichen der Vorfahren, ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir das als Zugang brauchen. Vielleicht sollte ich das auch gleich mal mit nach Hause nehmen. Wir brauchen das bestimmt auch noch woanders. Und die anderen Sachen, das lade ich alles dann noch um. Jetzt schauen wir erstmal,
wie die Siedlung aussieht. Denn wir können, wir sind hier bei 9 von 15. Ich muss da schon ein bisschen aushalten mit meinen offenen Sachen. Aber ich bin eben in der einen Location fleißig am Öl und Kohle abbauen, damit wir da das auch irgendwann mal umwandeln können. Und manche muss man ja offen lassen. Die kann man noch gar nicht zu einer Siedlung umwandeln. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Das sehen wir dann noch. Aber hier, was umbauen. Wir haben nichts vergessen, hoffe ich. Wir haben alles angeguckt. Statuen können wir nichts machen. Mit den Mauern auch nicht. Mit den Hebeln auch nicht. Die Brücken sind einfach da. Okay, und alles weggeräumt haben wir auch. Dann wandeln wir mal. Oh, das haben sie wieder nice gelöst. Sehr natürlich. Es steht halt einfach wieder alles da. Die Statuen auch. Aber hier, das finde ich ja nett hier mit diesen Opfergaben. Nee, Gebetskerzen, die da zu den Statuen gebracht werden. Das ist eigentlich ganz nett. Und es sieht genauso aus wie, also vom Design her genauso aus wie vorher mit Ruinen und Gräsern. So, finde ich, sollte das immer sein, wenn das umgewandelt wird, dass man so ein bisschen sieht, wie es vorher ausgesehen hat. Das gefällt mir sehr gut. Einfach halt die Wildnis, die wir gelöst haben. Die Hebel sind übrigens weg. Ja, das gefällt mir ganz gut. Hier gibt es jetzt sonst nichts, was noch... Sogar Kisten stehen wieder da. Und unsere reparierte Mauer. Das ist intelligent. Das ist intelligentes Location- und Story-Design, finde ich. So soll es öfter sein. Ich brauche da keine Stadt, die da sich ausbreitet und irgendwie schick aussieht. Mehr oder weniger. Okay. Dann fahren wir jetzt noch nach Hause und schauen uns an, wer für Belohnungen bekommen haben. Wir sind zu Hause angekommen und ein Päckchen steht für uns bereit. Beziehungsweise habe ich uns bereitgestellt aus dem Lager. Und wir gucken mal, was drin ist. Die Belohnung für das Bereinigen einer Station. Wir kriegen Erfahrungspunkte. Ressourcensammelzeugs. Sammelzeugs. Elixiere, Goldsachen. Ja, so ein paar Craft-Sachen. Ein Gleis. Das ist ein Deko-Gleis. Eine Münze für unser Roulette. Oh, ein Kuchen. Und für einige Kuchen. Ja, und Goldzeugs. Oder gibt es die Gläser? Ich weiß gar nicht mehr. Kann man die irgendwo herstellen? Ich glaube, Gläser sind Deko. Dann müssten die ja hier irgendwo drin sein. Habe ich noch Deko-Gleise? Sein. Ich habe so viel Zeug, eindeutig. Oder gibt es Sammelgleise? Es kann natürlich auch sein, dass es Sammelgleise gibt. Und das mir gar nicht mehr so bewusst ist. Also hier, so Schienen. Es ist was rausgehüpft, aber ich weiß nicht, ob das nur Deko war. Jedenfalls hier keine neue Deko für uns. Und wir haben, wenn wir schon in dem Fenster sind, Igel bekommen für das Finden aller Statuen. 3 Stück. Füttere den Igel mit etwas Kohl und es bringt dir ein wunderbares Geschenk. Also eigentlich sowas wie eine Multibox, oder? Wir probieren das mal aus mit einem Igel. Oh Gott, ist der süß. Ich will so einen Igel als Deko. Oh, da kann sich sogar zusammenrollen. Guck mal, der bewegt sich, selbst wenn er am Cursor ist. Och, ist der goldig. Wo setzen wir denn den hin? Den setzen wir mal hier so ein bisschen auf die Seite. Oh, der läuft sogar rum. Hallo Igel, es wundert mich, dass der herumläuft. Denn ich habe ja die Animationen abgestellt. Okay, wir füttern ihn mal mit Kohl. Füttere den Igel mit etwas Kohl und er bringt dir ein wunderbares Geschenk. Noch 3 Fütterungen. Okay. Gucken, wie lange das dann dauert. Okay, er hat jetzt nichts mehr, dann muss ich ihn ja suchen. Ich kann ihn auch... der Igel macht sich auf, um einige Schätze zu finden und kommt wieder in 3 Stunden... Ich kann den auch so rumziehen, so ähnlich wie meinen Hund zum Beispiel, den ich übrigens abgestellt habe, weil mich das nervt, wenn der mir immer hinterherläuft. Beziehungsweise stimmt hier gar nicht, aber drüben zum Beispiel, wenn ich in meinem Hafen bin, habe ich auch einen Hund, der auf meine Schätze aufpassen soll.
Und der läuft mir immer hinterher und manchmal steht er so blöd, wenn man irgendwas abbauen will oder wenn man die Nachbarn besucht. Das nervt mich immer so ein bisschen. Ach stimmt, ja, bei den Nachbarn besucht er mich immer. Okay, dann warten wir mal noch ab, was der Igel kann oder bringt oder findet. Ich bin gespannt. Sonst hatten wir ja nichts bekommen, außer diesem Päckchen und dem Igel. Und es gibt 3 Igel, das heheißt, wir können insgesamt 9 Schätze auspacken, wenn wir jedes Mal, also wir können 3-mal füttern und danach ist er wahrscheinlich weg. Ja, gut, dann bin ich mal gespannt, was in 3 Stunden passiert, wenn er einen Schatz gefunden hat. Und jetzt noch, Tooltip, macht sich auch auf, um einige Schätze zu finden und kommt wieder. Ja, das ist dann die Frage, wie sieht das aus mit den Schätzen? Können die Nachbarn mir das dann klauen? Und wo finde ich die? Werden die mir angezeigt? Ja, wir werden sehen. Ich hoffe, er bleibt dann hier oben auf der Wiese. Das wäre schön. Dann müssen wir nicht so viel suchen. Keine Ahnung, ob das dann hier ist, wo er jetzt ist. Im Umfeld. Unser Igel hat tatsächlich ein Päckchen gefunden. Wir müssen es nicht suchen. Und jetzt bewegt er sich auch wieder. Solange er gesucht hat, stand er wirklich die ganze Zeit an einer Stelle. Machen wir doch das Päckchen mal auf. Gucken, was heraushüpft. Okay, Würmchen, Honig, ein bisschen Obst, Sammelzeugs, Goldzeugs, Erfahrungspunkte, Ressourcen. Okay, und wir haben jetzt 35, eine Münze fürs Roulette und, oh, das ist ja nicht viel, 7 Energie, aber wir sollten nicht undankbar sein. Also jedes Mal, wenn wir dem Igele 20 Kohl bringen, hüpfen diese Dinge heraus. Das ist ja gar nicht schlecht. Ich glaube, ich setze gleich alle Igel hin, denn das kann man schon einsammeln, das passt. Dann dürfen die anderen auch gleich. Es kann immer nur ein Igel in der Location herumlaufen. Okay, alles klar. Dann können wir da wohl nicht einfach schnell die Ressourcen absammeln. Wäre schön gewesen.